Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Hardware-Redaktion von GameTogether.de. Und zwar haben wir heute natürlich mal wieder ein Video für unseren Projektumbau. Und zwar geht es heute um die Vorbereitung der Radiatoren und natürlich auch der Lüfter. Wir haben euch ja die beiden Radiatoren schon in einem Video vorgestellt. Zweimal AlphaCool Nexus XD45 Full Copper X-Flow 360mm. Wir verwenden noch Shrouds, machen wir auch alles gleich fertig, aber bevor wir zu dem Umbau bzw. um die Montage uns widmen, wollen wir noch eine kleine Besonderheit präsentieren. Ja, sind ganz normale Noiseblocker-Lüfter, das ist richtig, das ist nicht die Besonderheit, es ist eher die Besonderheit, die wir jetzt noch vorhaben. Wird auf jeden Fall eine ziemliche Fummelarbeit, es sind auch, 15 Lüfter oder so. Wie man sieht, Black Edition, den Standard in Weiß. Ja, das ist ein ganz schön großer Turm. So, und zwar bauen wir jeweils 320er auf jeweils einen Radiator, sprich CPU, GPU, so. Und dann haben wir noch die anderen 140er, 4 Stück für die Front und einer, der quasi hinten dann die Luft noch rauszieht. So, das wäre das Lüfter-Setup bisher. Aktuell haben wir ja in unserem Projekt die schwarzen Lüfter verbaut und wie man sieht, haben wir jetzt auch noch 4 schwarze Lüfter noch zusätzlich zugeschickt bekommen, und zwar hat das folgenden Grund. Wir haben uns, wie gesagt, bewusst jetzt für die weißen Lüfter entschieden, aber bei den weißen Lüftern gibt es halt eine Kleinigkeit, die uns so ein bisschen stört, wo wir uns gesagt haben, da müssen wir mal was schauen, ob wir da nicht was anders machen. Und zwar werde ich euch das jetzt kurz zeigen. Und zwar geht es um die Absorberecken, ja, die quasi die Schwingung aufnehmen und dementsprechend dafür sorgen, dass die Lüfter sehr leise laufen. Die kann man halt rausnehmen. Und die sind leider nicht weiß. Die sind eher in so einem leichten Grau. Und das ist so dieser Part an den Lüftern, die uns nicht so gefallen. Und deswegen haben wir noch zusätzliche schwarze Lüfter bekommen. Weil unsere Idee war es nämlich jetzt einfach, okay, wie sieht's aus, Noiseblocker? Habt ihr Bock da drauf? Wir wollen unbedingt bei den ganzen Lüftern die Absorberecken tauschen. Das heißt, wir dürfen jetzt 11, 12 Lüfter ja jetzt überhaupt reinkommen, aber es sind um die 180 Ecken, ja, weil pro Lüfter, wie gesagt, 8 Stück drin sind. Das heißt, wir werden jetzt bei allen Lüftern erstmal diese tollen Absorberecken austauschen. Das heißt, wir nehmen die grauen hier raus, zack, ist eine Seite fertig, nehmen uns dann die schwarzen Lüfter, nehmen uns da die schwarzen Ecken raus, ja, so, und bauen diese dann in den Lüftern von den weißen ein. Das heißt, wir haben nachher richtig schöne, komplette schwarze Optik bei den Lüftern. Das sieht nachher auf jeden Fall sehr edel aus, weil wir verwenden ja später dann auch noch für die M3-Schrauben noch von Gosomods die Threadcovers in eloxierten Rot. Finden wir persönlich, sieht einfach mit Schwarz viel, viel dezenter aus. Der Vorteil bei den gräulichen ist, das Rot wirkt etwas kräftiger, natürlich. Aber wie gesagt, es ist halt leider kein Weiß, sondern Grau. Deswegen heißt es jetzt gleich erstmal Absorberecken austauschen, wie ein Weltmeister. Wenn das fertig ist, werden wir die ganzen Shrouds auspacken, werden die Shrouds auf die Radiatoren legen und werden dementsprechend das alles schon mal so weit vormontieren, dass wir dann für nächste Woche, wenn wir das ganze System dann endlich auch umbauen können, dadurch, dass jetzt endlich die Lüfter da sind, alles vorbereitet, tipptopp, einbauen, also erstmal alte Hardware raus, neue Hardware rein. Also sprich, das Board ist ja neu, wie gesagt, Grafikkarte, Soundkarte, Arbeitsspeicher, solche Sachen, die werden wir übernehmen. Dementsprechend wirklich alles Alte raus, das Neue alles rein
Radiatoren festmachen, die Ausgleichsbehälter festmachen, alle, die Pumpen natürlich, alles was dazugehört. Und deswegen werden wir jetzt hier kurz einen Cut machen. Werden jetzt gleich erstmal im Schnelldurchlauf weitermachen. Ich werde das jetzt hier erstmal alles auspacken, was wir benötigen. Ich werde jetzt auch nicht alle Lüfter fertig machen im Video, nur damit ihr mal seht, was das eigentlich für ein Aufwand ist. Also es ist wirklich nicht wenig, aber ja, so ist das halt leider, wenn man halt unbedingt etwas anderes haben möchte als Standard. Und dementsprechend sehen wir uns jetzt gleich wieder. Ich packe jetzt, wie gesagt, die Lüfter schon mal aus. Und dann gibt es jetzt hier gleich einen Schnelldurchlauf. Und wenn das fertig ist, sehen wir uns dann, wie gesagt, mit den Radiatoren wieder. So, die ersten vier Lüfter sind jetzt schon fertig. Wie gesagt, überall die White Edition und haben dementsprechend hier schön die schwarzen Gummiabsorber. Wie gesagt, alle Lüfter fertig. Der kommt hinten ans Gehäuse. Diese hier kommen auf den Radiator für oben. Und die anderen Lüfter, die müssen wir halt, wie gesagt, jetzt noch umbauen. Aber das erspare ich euch, sonst wird das Video natürlich auch dementsprechend viel zu lang. Auf jeden Fall hier eine ordentliche Sammlung an Gummiabsorber. Werden die wahrscheinlich auch erstmal einfach alle in den Karton stopfen. Und beziehungsweise einfach mal schauen, wie das Ganze aussieht auf den schwarzen Lüftern. Vielleicht finden die auch noch irgendwo Verwendung. Hat natürlich auch was, muss ich sagen. Also schwarze Lüfter mit den Absorbern in diesem gräulichen Ton von der Farbe her. Hat auf jeden Fall was. Mal kurz fertig machen. Kann ich euch das auch noch zeigen. Und hier ist das Kabel gerade ein bisschen im Weg. Und der letzte. So. Auch ein sehr schönes Ergebnis, wie ich finde. Also ich finde es so rum eigentlich sogar ganz geil. Also das hat auf jeden Fall auch was. Ist halt was anderes. Wird mit Sicherheit irgendwo in einem anderen Projekt auch mal Platz finden. Aber wie gesagt, das sind jetzt so Sachen, die werden wir jetzt ja nicht noch schon fertig machen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir uns um die Radiatoren und um die Shrouds kümmern. Ja, man kann die Tüte zwar auch unten aufmachen, wir haben da extra eine Öffnung für, aber das dauert einfach alles zu lange. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4
und Nummer 5 und 6. So, das Ganze werden wir jetzt auf die Radiatoren schrauben. Muss noch kurz die Halterung für den unteren Radiator kurz aus dem Karton fischen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und zwar haben wir hier die Aufnahme für den Radiator, der unten in der Netzteilkammer verbaut wird. Das Ganze kommt dann so rein. Der Radiator wird dann quasi herangeschraubt. Da kommen aber noch die Shrouds zwischen. Und hier kommen dann noch die Lüfter hin. Das ist aber ein Radiator, das werden wir jetzt nicht im Video zeigen, weil wir haben es schon mal provisorisch mal ausprobiert mit den Shrouds und die Shrouds dann quasi hier ranzumachen, dann den Radiator von der anderen Seite die Lüfter. Es ist eine mega Fummelarbeit, das würde einfach dann die Videolänge sprengen. Das wäre dann jetzt aber der Radiator für oben. Dementsprechend werden wir den jetzt vorbereiten. Und zwar kommt der Radiator so ins Gehäuse, dass quasi von hier das Ganze in den CPU kommt. Von dem CPU geht es in den Ausgleichsbehälter, Ausgleichsbehälter, Pumpe, Pumpe, wieder zurück in den Radiator. Dementsprechend müssen wir die Lüfter natürlich hier unten drauf montieren. Und zwar nehmen wir hier direkt mal die drei vorbereiteten Noise Blocker Elo. Wie gesagt, wir haben hier noch ein paar Sachen im eloxierten Rot. Einmal für PCI, für die Steckplätze hinten. Wir haben noch Thread Covers, die wir für die sichtbaren Bereiche verwenden. Und wir haben noch rot eloxierte Schrauben, die wir dann später zum Befestigen des Mainboards verwenden. Wie gesagt, die beiden brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir brauchen jetzt, wenn die Thread Covers, kann ich euch nur empfehlen, ist auf jeden Fall so ein kleiner Eyecatcher im Gehäuse. Und ja, fangen wir mal an. Wir brauchen hier noch ein paar Schrauben. Bei den Noise Blocker müssten eigentlich 35er Schrauben drin sein. Mal ganz kurz schauen, wie das Ganze aussieht. Ja, die sind auf jeden Fall, wie man sieht, lang genug. Da kommt jetzt noch der Schraub drauf und dann passt das Ganze. So. Wir müssen jetzt mal ganz kurz schauen, der Lüfter, damit auch immer, wie gesagt, hier die Kabel in der richtigen Position sind. Der Lüfter kommt dann so hin und der Lüfter kommt dann wieder so rum hin. Okay, passt. Dann ist es das gleiche Setup wie jetzt aktuell und dementsprechend haben wir natürlich da alles perfekt abgestimmt. Wir müssen die Kabel nicht neu großartig verlegen. Eigentlich immer ziemlich praktisch. Wir brauchen noch ein drittes Tütchen. Und jetzt geht es dann dementsprechend auch gleich schon wieder im Schnelldurchlauf weiter.
So, der erste Radiator ist bestückt mit den E-Loop-Lüftern von Noiseblocker. Und ja, wie gesagt, der Shroud ist eingesetzt. Ja. Und das sieht doch verdammt geil aus. Also das wird so die sichtbare Seite sein. Und ich finde gerade diese kleinen Thread-Covers, die jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, was die gerade kosten. Ich glaube, die kosten 2,80 Euro für ein Vierer-Set. Und wie gesagt, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir die Rückseite nicht mit einem Threadcover versehen. Einfach, man sieht es halt eh nicht und das ist jetzt kein PC, der jetzt irgendwo mal auf einer Messe ausgestellt wird, wo das jetzt relevant wäre, das Ganze auch auf der Rückseite zu machen. Ja, eigentlich bin ich jemand, der sagt, entweder richtig oder gar nicht. Wir hatten jetzt probeweise einfach mal so ein Doppelset bestellt. Finden das auf jeden Fall ganz gut. Der Vorteil ist natürlich, dass wir das jederzeit auch nachrüsten können. Dementsprechend werden wir bestimmt bei der nächsten Bestellung bei GozoMods definitiv daran denken, noch ein paar Threadcovers zu bestellen. Und ja, wie gesagt, die Verschlussschraube, wie gesagt, mit der Hand, wie gesagt, man soll kein Werkzeug nehmen, aber es ist sehr, sehr locker dann. Nimmt einfach ein 20-Cent-Stück und macht das ganz vorsichtig, auch wirklich nur handfest, also jetzt nicht wirklich, also man sieht, zack, ist schon wieder offen. Nicht mit zu viel Gewalt, also wirklich nur so handfest, das reicht und wie gesagt, ihr könnt es ja vorher auch austesten, ob es dicht ist. Und ja, wie gesagt, das ist Radiator Nummer 1, ist auf jeden Fall schon ganz schön gewaltig. Jetzt heißt es, wie gesagt, noch den anderen Radiator vorbereiten mit dieser tollen Aufnahme vom Gehäuse. Jetzt wackelt es hier ein bisschen mit der Aufnahme hier. Da werde ich euch aber jetzt gleich einfach nur kurz das Endergebnis präsentieren, sobald das gute Stück fertig ist. Und dann schauen wir mal weiter, was wir heute noch so machen. Ich denke mal, wir werden jetzt hier gleich noch die Anschraubtüren vorbereiten, schon mal reindrehen, damit halt wirklich für nächste Woche alles perfekt vorbereitet ist. Kommen wir auch schon zum letzten Abschnitt des Videos. Wir haben ja den Radiator schon gezeigt. Das ist ja der, den wir als erstes vorbereitet haben. Mit den Threadcovers an den Seiten. Wir haben jetzt auch schon die Anschraubtülle jeweils auf den Seiten befestigt. Verschlussschrauben sind auch schon dran. Der Radiator ist also dementsprechend fertig. Und da haben wir es ja auch schon erwähnt, dass wir noch den zweiten Radiator vorbereiten. Da das aber alles ein bisschen Fummelarbeit ist, haben wir das jetzt mal nicht im Video gemacht. Und das Ganze sieht dann so aus. Man hat halt hier diese Aufnahme. Die wird dann quasi so in das Gehäuse eingesetzt. Ja. Und wie gesagt, E-Loop natürlich drauf. Wir haben auch natürlich noch wieder die Shrouds mit am Start, die wir hier mit montiert haben. Haben natürlich auch hier wieder den AlphaCool Nexus XT45 Full Copper X-Flow. Wir haben auch hier schon die Anschraubtüllen dran. Wir haben zum einen hier eine normale Anschraubtülle. Und da wir unten in der Netzteilkammer natürlich auch das Netzteil haben, hatten wir jetzt zuerst auch eine normale Anschraubtülle dran, also sprich nach oben. Aber bis zum Netzteil ist dann ja ungefähr noch so viel Platz. Das heißt, eine Hardtube zu biegen auf dem kurzen Stück ist ein bisschen schwierig. Sieht dann vielleicht auch nicht ganz so sauber aus. Deswegen haben wir uns jetzt hier für eine 90 Grad Anschraubtülle entschieden, die halt auch drehbar ist. Und das Ganze geht dann quasi einmal hier rüber. Hier ungefähr sitzen dann beide Pumpen. Da werden wir wahrscheinlich mal schauen, wie wir das Ganze machen. Also sprich, wenn das gute Stück hier so dann verbaut ist, sitzen dann ungefähr hier die beiden Pumpen. Hier ist das Netzteil. Und dann geht das wirklich direkt straight rüber, direkt in die Pumpe rein. Das wird wahrscheinlich auch nicht allzu viel gebastelt werden müssen. Müssen mal gucken, wenn wir bei der Pumpe eine Anschraubtülle nach oben setzen, die wir dann auch 90 Grad Winkel machen, ob es dann von dem Höhenunterschied her nicht so stark ist, dass wir wirklich direkt drüber können. 90 Grad Winkel biegen, direkt zack in die Pumpe rein. Das wäre natürlich das beste Szenario. Ob das Ganze so funktioniert, wissen wir jetzt noch nicht. Wir haben mal provisorisch nachgemessen, also es könnte reichen, aber man kennt es ja, wenn man so eine Kastenwasserkühlung einbaut, manche Sachen kommen dann doch immer etwas anders. Wie gesagt, das sind jetzt die beiden Radiatoren, beide vorbereitet, beide startklar für den Einbau nächste Woche.
Und als nächstes Video werden wir jetzt hier gleich die Pumpen soweit vorbereiten. Also wir haben eine Complete Edition, die ist ja schon fertig, aber wir haben ja noch diese Noise Destructor, die werden wir schon mal montieren, und wir haben auch noch eine andere Kleinigkeit, die wir quasi doppelt gemoppelt natürlich montieren werden. Das werdet ihr aber gleich in dem nächsten Video dann sehen. Bis hierhin hoffe ich, dass euch das Vorbereitungsvideo für die Radiatoren und die Noise Blocker E-Loop gefallen hat. Wenn ja, wie immer einen Daumen nach oben und lasst gerne ein Abo da, und wir sehen uns dann mit dem nächsten Video mit der Pumpenvorbereitung wieder. Bis dann!